Herzlich willkommen bei Close to the Action. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier begrüßen darf und möchte mal zu deinen Anfängen zurückgehen. Wann hast du denn so deine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckt? Eigentlich war das eher so nebenbei, glaube ich, weil was mir leicht fällt und immer leicht fiel als Kind schon, was sowohl ein Segen ist als auch ein Fluch, dass ich mich sehr leicht in andere reinversetzen kann. Also so eine hohe Empathiefähigkeit wurde mir irgendwie mitgegeben und auch ein sehr gutes situatives Gedächtnis, leider. Also man kann das ja dann auch nicht vergessen, wenn es manchmal blöde Dinge sind, die man erinnert. Und das hat mir immer schon geholfen, mich einfach in andere reinzuversetzen. Und ganz am Anfang waren das Hörspiele, die ich gesprochen habe als Kind, wo das dann einfach auffiel, dass das funktioniert hat, dass es sehr leicht war, die Perspektive zu wechseln. Gab es dann in deiner Kindheit ein Vorbild, wo du gesagt hast, genau das möchte ich später auch machen? Nee, ein Vorbild gab es nicht, gibt es immer noch nicht. Meine Eltern waren zwar beide am Theater, also man hat die Theaterluft geschnuppert quasi, wobei das nicht meine ist. Also Theater ist nicht meine Wahl, sondern eben Film. Aber es gibt nicht ein konkretes Vorbild, das kann ich gar nicht so sagen. Nee. Also viele Schauspieler, die ich toll finde und bewundere und... Aber ein konkretes Vorbild gibt es nicht. Du hast es gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Deine Eltern sind beide am Theater gewesen. Wie sehr hat man die Leidenschaft für die Schauspielerei bei euch daheim gespürt? Also mein Vater war nicht Schauspieler, sondern Pantomime. Am Pantomime-Ensemble am Deutschen Theater gab es das bis zur Wende. Und meine Mutter eben Schauspielerin, Bühnenschauspielerin. Ja, man hat das total gespürt, die Leidenschaft für die Bühne, für das Theater. Auch die Gesellschaft zu spiegeln innerhalb von Stücken und Spiegel vorzuhalten quasi, was schief läuft oder gut läuft. Das hat man sehr gemerkt und meine Mutter war auch wirklich eine richtige Bühnenschauspielerin, wie man es wahrscheinlich, also hat den Kontakt mit dem Publikum geliebt und immer davon geschwärmt. Und wenn wir lange genug gequengelt haben, durften wir abends dann eben mit hinter die Bühne. Du hast deine ersten Lebensjahre in der ehemaligen DDR verbracht, bis die Mauer fiel, da warst du 10 Jahre alt. Wie viel bekommt man mit von der DDR als Kind? Versteht man das System? Na, das System verstehen tut man wahrscheinlich nicht, aber dadurch, dass ich, wie gesagt, leider so ein Gedächtnis habe, was ich an alle Situationen, zwischenmenschliche Situationen, selbst erlebte oder gesehene erinnert, was, wie gesagt, nicht nur angenehm ist, aber das ging mir auch als Kind schon so, habe ich das natürlich alles aufgesogen, wie ein Schwamm, ob ich wollte oder nicht. Und dann eben eher die Gefühle, verstanden kann man auch nicht sagen. Also die Gefühle empfunden, aber eben längst nicht alles verstanden. Aber das, was dann eben gerade in der Theaterwelt eben so auch gesprochen wurde, was man eben in der Öffentlichkeit dann nicht sagen darf oder wiederholen darf, was man dann irgendwie in sich verschlossen behalten muss, also auch für sich bewahren, das haben wir natürlich früh gelernt und gespürt und auch diese Zwiespältigkeit. Jeder Schauspieler hat für seinen Beruf eine ganz eigene Definition, was Schauspiel für ihn persönlich besonders macht. Hast du auch so eine Definition? Ich kann einfach sagen, was ich toll daran finde. Das ist eben dieses, was gleichzeitig auch das Anstrengende ist, in diese Perspektiven, also die Perspektiven zu wechseln, sich in die Leute reinzuversetzen und für den Moment des Spiels die Person zu sein oder zu empfinden, was sie empfindet und eben so zu reagieren, wie eben diese Position, dieser Mensch reagiert. Du hast schon öfter durchblicken lassen, dass dir das ruhige Spiel besser gefällt als die großen Gesten, wie zum Beispiel auf der Bühne. Woran liegt das? Also ich glaube, ich gehöre eher zu den wenigen Schauspielern, die auch ein bisschen Angst vor dem Publikum haben. Also ich wäre einfach viel zu aufgeregt auf der Bühne. Und das bin ich vor der Kamera überhaupt nicht und nie gewesen. Ich habe keine Ahnung, warum, aber da ist es für mich ganz natürlich. Und die Leute, die da um einen rumstehen quasi, die irgendwie die Lampen halten oder bei der Kamera sind oder so, die geben mir eher eigentlich eine Sicherheit. Also die empfinde ich nicht als Zuschauer. Die gucken einen in der Regel ja auch nicht an, sondern auf das, was sie gerade tun oder sind konzentriert auf das, was sie gerade tun. Das finde ich eher, gibt einem eher so einen Schutz. Und auf der Bühne würde ich mich, glaube ich,
eher ausgeliefert fühlen. Also dieser Kontakt mit dem Publikum, den meine Mutter immer so geliebt hat, der ist für mich eher beängstigend. Gab oder gibt es da Rollenangebote, wo du gesagt hast oder wo du sagen würdest, nein, das würde ich auf keinen Fall spielen? Ja, die gibt es. Legt ja jeder für sich selber fest, was man von sich preisgeben will oder nicht. Und bei mir gibt es eben ganz klar die Grenze, wenn das irgendwie zu blutig oder zu nackig wird, dann mache ich nicht mit. Und andersherum gefragt, welche Rolle würdest du sehr gerne einmal spielen? Kann ich mich nicht auf eine Rolle festlegen. Also ich finde jede Rolle toll und die Herausforderung jedes Mal schön, gerade wenn die Rolle mir nicht ähnlich ist. Wenn sie mir ähnlich ist, dann fällt das natürlich leicht. Nee, es ist, wie gesagt, umso schöner, wenn das große, vielfältige Rollen sind, die dann vielleicht in sich auch einen Bruch haben. Klar, das finden alle toll, also die halt nicht so eintönig sind, sondern irgendwie interessant sind. Und Kostümfilme oder eben Filme in anderen Zeiten sind natürlich immer eine besondere Herausforderung. Aber wenn das Drehbuch schön ist und die Rolle schön, dann ist das fast egal, ob das irgendwie eine kleine Rolle fürs Fernsehen ist oder eine große fürs Kino. Es kommt dann eben einfach auf die Geschichte drauf an. Wenn du jetzt eine neue Rolle bekommst, wie gehst du an diese heran? Gibt es da mittlerweile so ein bestimmtes System, was du dir angeeignet hast, oder ist es jedes Mal anders? Ja, also wie gesagt, das ist bei mir relativ einfach. Also ich lese ja erst das Drehbuch und entscheide eben, ob ich es machen möchte oder nicht. Und wenn ich es machen möchte, dann ist da meistens in meinem Hinterkopf schon irgendeine Situation oder mehrere Situationen, die ich entweder selber erlebt habe oder beobachtet habe, wo ich versuche, mir die Empfindungen irgendwie in mich zu holen und dann irgendwie diese Figur zu verstehen oder nicht zu verstehen. Und wenn ich was nicht verstehe, dann versuche ich da vielleicht noch mehr als das Drehbuch hergibt, noch für mich selber so eine kleine Biografie drumherum zu bauen oder so, die mir hilft, diese Figur zu verstehen oder auch ja, sich einfach in die Figur reinzuversetzen, auch gerade wenn sie mir nicht entspricht. Und eine andere Arbeit, da ist mein Gedächtnis leider nicht so gut, sind halt Text lernen. Das ist nichts, was mir sonderlich Spaß macht, aber was ich so akribisch mache und auch möglichst so lange vorher, dass ich kein einziges Mal an auch nur irgendein Wort denken muss, während ich spiele, sondern das einfach automatisch in mir drin ist und aus mir rauskommt, sodass ich mich wirklich nur auf diese Figur konzentrieren kann. Also das ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, es gibt Kollegen, die können bewundernswert schnell ihren Text lernen, manchmal kurz vorher am Set, zu denen gehöre ich nicht. Und dafür fällt es mir aber umso leichter, dann auf den Punkt in diese Figur zu schlüpfen. Du hast schon in zahlreichen deutschen Filmen und Serien mitgespielt. War da auch schon mal der Moment, dass dich jemand auf der Straße entdeckt hat oder erkannt hat und gesagt, ah, sie kenne ich doch aus dem Fernsehen? Das gibt es manchmal, ja, klar. Also gerade wenn direkt was lief, danach dann. Aber meistens ist es so, dass man irritiert oder freundlich angeschaut wird und eher die Frage kommt, kennen wir uns irgendwo her? Also dass es nicht sofort eingeordnet wird. Du bist ja auch nebenbei als Sprecherin tätig. Inwieweit unterscheidet sich das von der Schauspielerei? Ich finde es weniger anstrengend. Also erstens muss man als Sprecherin den Text nicht hundertprozentig können. Bei Hörspielen zum Beispiel. Dann ist es im Prinzip egal, wie man morgens aufwacht und wie man aussieht. Man kann einfach hinkommen, wie man ist. Und ja, also beim Hörspiel direkt ist es so, dass man es ja auch spielt. Da sind dann auch Kollegen mit im Studio und man spielt es natürlich nicht wirklich so wie beim Dreh bei einer Rolle, sondern so angedeutet. Aber es ist auch ein Miteinander, also anders als bei Synchron oder bei einem Hörbuch sitzt man nicht alleine irgendwie in der dunklen Kammer, sondern zu mehreren in der dunklen Kammer. Und ja, es unterscheidet sich schon, aber man schlüpft trotzdem irgendwie in die Figur rein und bleibt ihm aber eben nur die Stimme und nicht das Gesicht und das ist manchmal auch sehr entspannt. Du hast ja auch 2015 deinen ersten Debütroman veröffentlicht. Hast du jetzt Blut geleckt? Würdest du gern nochmal ein Buch schreiben oder soll es bei dem einen Roman bleiben? Ich schreibe weiter, das ist auch ganz schön, dass sich das ganz gut verbinden lässt. Also komischerweise in der Drehzeit kann ich es nicht, weil dann bin ich so mit meinen anderen Figuren beschäftigt, dass ich da, das kann ich irgendwie nicht so gut auseinanderdividieren dann. Aber wenn wirklich eine Drehpause ist, dann setze ich mich ran und schreibe, ja, das ist ganz schön. Du bist waschechte Berlinerin. Was macht diese Stadt für dich so lebenswert? Und hast du auch bestimmte Lieblingsorte, wo du dich gerne aufhältst? Ja, die werde ich natürlich nicht verraten. Ich hab's versucht.
Ja, nee, die Stadt ist toll. Ich bin einfach ein Großstadtkind. Klar, bin hier aufgewachsen und fand das auch damals, als es noch sehr runtergekommen war, immer aufregend und schön. Ich mag einfach das Unfertige, weil ich denke, irgendwie so die poetische Überraschung, die im Unfertigen steckt, die finde ich einfach großartig, egal ob das jetzt eine Stadt ist oder eine Situation. Kann sich so viel noch ergeben und nichts ist irgendwie schon festgeklopft. Und das war in dieser Stadt schon immer so. Ich hoffe, es wird so bleiben. Und Orte, die ich liebe, sind meistens Orte am Wasser. Aber welche, verrate ich nicht. Das bleibt weiterhin ein Geheimnis, aber was du mir vielleicht noch verrätst, ist, welche Projekte denn jetzt noch für dich anstehen. Kann ich noch gar nicht so sagen, weil das alles Terminanfragen sind, die noch nicht hundertprozentig fest sind. Ich kann einfach nur rückblickend jetzt nochmal sagen, dass ich in diesem vergangenen Jahr auch ganz tolle Projekte hatte, wo ich sehr glücklich bin, dass ich die machen konnte. Also es war einmal eine Kinofilmproduktion, Adam und Evelyn heißt sie, das ist auch eine Romanverfilmung quasi, oder ist ein Roman von Ingo Schulze und Andreas Goldstein und seine Kamerafrau Jakobine Motz, die haben das dann als Drehbuch geschrieben, ganz toll. Und da waren wir das ganze letzte Jahr, nicht das ganze, aber im Sommer letzten Jahres ordentlich zugange. Und auch danach habe ich noch in Wilsberg gedreht, der sehr lustig war. Das war dann eben neben der ernsthaften und sehr besonderen Arbeit an dem Adam und Evelyn-Film nochmal ein sehr lustiger und schöner Jahresabschluss. Und ja, da bin ich quasi noch ganz beseelt, weil da gibt es jetzt natürlich dann so die Nachtreffen und Nachgespräche und das beschäftigt einen positiven noch weiter.